Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Lara, bewegst du dich bitte, danke. Tomb Raider 2. Letztes Mal waren wir hier und dann wusste ich nicht, wie es weitergeht. Ich habe einfach etwas übersehen und zwar, ich kann doch auf die andere Seite. Das zeige ich euch jetzt. Denn dann können wir hier tatsächlich weiterkommen und dieses wunderschöne Spiel weiterhin genießen. Denn... Wo war das? Ich kann hier hoch, genau. Guck mal, ich habe sogar extra für euch nochmal genau die Stelle geladen, wo ich eben war. Nur damit ihr genau seht, wie dumm ich bin. Ist das nicht nett von mir? Okay. Wieso ist diese Falle jetzt 3 Meter, bevor ich da war, runtergefallen? Normalerweise fällt die erst jetzt runter. Ich glaube, hier ist übrigens auch eine Falle. Wir laufen mal rüber. Nee, doch nicht. Schade. Ja, Fallen überfallen. Wir gucken einfach mal, wie wir hier weiter vorankommen. Oh, fuck. Das sind wieder Gummistiefel, Herberts. Ich kann mir das leider nicht mehr verkneifen, seitdem ich euch diesen düsteren Teil meiner Kindheit erzählt habe. Naja, es ist ja nicht mein Teil, aber... Ihr wisst schon. Alter. Der ist aus Titanium, offensichtlich. So, bei dem warten wir mal, bis er wieder in unsere Richtung kommt und dann... Kann der auch mal sterben? Ja, letztes Mal waren wir hier und haben uns verirrt die letzten 5 Minuten. Wegen, Unfähigkeit. Aber ich habe eben noch mal kurz geguckt. Nach 5 Minuten ungefähr habe ich es gefunden. Wenn euch das für das nächste Mal, wenn ich ein Tomb Raider-Spiel spiele, interessiert, wie ich durch die Gegend laufe und nicht weiterkomme und ihr das auch auf Video haben wollt, dann könnt ihr mir das gerne schreiben. Ich denke, es ist bis Zusehen ein bisschen interessanter. Wenn man so gegen Folgenende zufällig nicht weiterkommt und bisher hat es ja eigentlich immer zeitlich so gepasst, dass ich es dann einfach offscreen nachgucke. Aber ich denke mal, das ist für alle das Beste so. Da kann ich, glaube ich, hoch. Aber ich will mich erstmal hier noch umgucken und ein bisschen hüpfen. Denn hüpfen macht Spaß. Ja, hüpfen macht Spaß. Okay. Was zum... Okay, hier ist ein Hebel. Ein Hebel. Was ist, wenn ich drücke, ein Hebel? Wenn ich drücken Hebel, ich kann da hochspringen. Interessant. Ich muss machen wahrscheinlich springen auf Scherben. Aber Scherben in diesem Fall nicht Glück, sondern Tod. Scherben bringen Tod. Deswegen ich muss langsam sein. Ja, kriegen wir hin. Ich glaube, hier sind jetzt auch erstmal keine Gegner. Die Frage ist nur, muss ich das hier... Ich weiß nicht mehr, wie man dieses... Ach so, wahrscheinlich da vorne. Wahrscheinlich da vorne. Wir speichern mal. Etwas, was ich in diesem Spiel sehr gerne mache, wie ihr wisst. Ich weiß nicht mehr so ganz genau, wie das in diesem Spiel ist mit Schrägen. Ob ich da auch dran springen kann. Die Antwort ist ja. Sehr schön, Lara. Das freut mich, dass du mit mir kooperierst. Das finde ich wirklich sehr nett. Dankeschön. Ja. Gruselige Musik, aber ich kann euch sagen, in diesem Fall soll sie mysteriös sein. Also fühlt euch mysteriös. Ah, fuck. Habe ich gespeichert. Fühlt euch mysteriösiert. Wobei es wäre, glaube ich, schneller, wenn ich da jetzt nicht geladen hätte. Naja, egal. Fühlt euch, ja, als hättet ihr das Mysteriöseste gesehen. Was es jemals gab. Müsst ihr jetzt auch noch mal kurz sehen. Ja, ich weiß nicht. Ich will es jetzt nicht auf das Gamepad schieben, weil das immer so doof ist. Und ja, es liegt an dem Gamepad. Aber naja, irgendwie. Manchmal rutsche ich halt ab. Ja, es ist halt einfach so. Wer kennt das nicht, ne? Man erfasst irgendwas bei der Arbeit am Computer und dann rutscht man ab und es wird ein Zahlendreher statt 9,6 wird 6,9 und eine 0 mehr. Und ja, ich rutsche halt von Flächen runter. Gut, hier könnte man jetzt sagen, ich übertreibe vielleicht ein bisschen mit Speichern, aber... Nee. Wir speichern so oft, wie wir wollen. Okay, was haben wir hier? Das ist wahrscheinlich nur so eine... Oh, jetzt kannst du dich hier umdrehen auf die andere Seite springen, Stelle. Ja, so ist es. Oh, da drüben ist eine tödliche Maus. Hoffentlich überlebe ich die überhaupt.
Kann die mich eigentlich anknabbern, wenn ich mich jetzt drauf anlege? Kann die mir hier Schaden zufügen? Komm mal her. Kannst du mich anknabbern? Oder findest du Lara nicht so heiß? Okay. Die knabbert mich nicht an, wenn ich hier bin. Das ist nett. Macht die mir überhaupt Schaden? Oh, das ist eklig. Eklig und widerlich. Deswegen speichern wir. Kann ich eigentlich... Ich will mal was ausprobieren. Okay, das ist sogar fast die beste Taktik, hier einen Körper zu machen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Hitbox kleiner ist, wenn man einen Körper macht. Aber wenn das so sein sollte... Naja, okay. Wir sind jetzt hier hochgeklettert, damit da vorne ein Sack runterfällt. Den hätte sie doch eigentlich auch kaputt schießen können. Ja, wir speichern mal nicht. Ich muss mir das vielleicht auch mal so ein bisschen abgewöhnen, zu oft zu speichern, aber... Genau deswegen speichere ich eigentlich ganz gerne oft. Eventuell muss ich hier aber auch hin. Mysteriöse Musik setzt ein. Hm, die Wasserqualität hier muss sehr gut sein. Das ist auch eine Stelle, an die ich mich gar nicht mehr erinnere. Okay, jetzt ist die mysteriöse Musik weg, sobald man unter Wasser ist. Okay. Ne, man sollte da sogar reinfallen, offensichtlich. Okay. Dann ist ja gut, dass ich nicht geladen habe. Jetzt ist da ein Tor auf. Wie auch immer wir da hinkommen. Das ist so die Frage. Okay, hier ist jetzt ein Geheimnis. Ja, wow, toll. Ich glaube, ich habe jetzt sogar alle eingesammelt, oder? Ne, das eine habe ich noch nicht. Und das andere habe ich, glaube ich, auch nicht eingesammelt. Ja, wir sehen die Geheimnisse trotzdem, obwohl ich sie nicht sammeln wollte. Könnt ihr mal sehen. Aber wie, liebe Lara, komme ich hier wieder zurück? Da hast du doch bestimmt eine ganz tolle Idee, wie du dich hier jetzt wieder aus dieser Falle rettest, oder? Ich meine, springen kann ich hier übrigens nicht... Ah, doch, kann ich doch. Muss ich hier wieder hochspringen? Nee. Ja, ich weiß nicht, wie ich hier wieder wegkomme. Scheiße. Es muss ja theoretisch irgendwie funktionieren. Ich hätte jetzt eigentlich vermutet, dass ich hier... Kamera? Ja, die Kamera. Hm. Ich hätte jetzt eigentlich vermutet, dass ich da wieder hoch kann. Aber offensichtlich ist es nicht der Fall. Weil dieser komische Beutel mich da behindert. Nee, ich glaube, das ist nicht so gewollt, dass ich hier hochspringe. Okay, dann machen wir Folgendes. Wir nutzen mal wieder unseren zweiten Speicherstand. Because of... Ich habe nicht unendlich viele Fackeln. And that can be very frustrating if I want to find the... Alter, diese Schwimmphysik, ich komme da gerade nicht drauf klar. Merkt man vielleicht. It's very frustrating when I try to escape from this prison, I guess. Ja. Der gute Franz. Aber irgendwo muss man hier rauskommen. Scheint das Secret zu sein. Sieht aber auch alles irgendwie gleich aus hier, ne? Aber im Verlaufen bin ich gut, keine Sorge. Keine Sorge, da bin ich richtig gut drin. So, hier war das Secret, da ging es nicht weiter. Ach, Lara, wo geht es denn raus hier? Aus diesem Höllenschlund. Hm. Wo geht es hier raus? Also ja, waren die auf jeden Fall, oder sind die auf jeden Fall richtig, weil da war ja der Hebel, ne? Also von daher mache ich mir gerade keine Sorgen.
Da jetzt hier links der Hebel war und das Geheimnis, muss es ja nach dieser alten Level-Logik eigentlich hier rausgehen. Okay. Wie konnte ich das die ganze Zeit übersehen? Ist das eine Handgranate oder was ist das? Aha. Aha. Okay, ich glaube, ich weiß, was das ist. Das müsste dann doch hier dieser... Ja, die Relaisbox sein, um den Fahrstuhl, wo die Hundis am Anfang waren, zu aktivieren. Warum auch immer man den hier versteckt. Ich meine, ja, ich gebe zu, ich hätte nicht an der Stelle nach dem Ding da gesucht, aber doch, wenn man nicht drüber nachdenkt, eigentlich ein ziemlich gutes Versteck. Und wo sind wir jetzt? Ach so, dann ist das hier jetzt aufgegangen. Ah, I understand. Wir speichern zum 700. Mal, um euch zu nerven. Wobei, ich habe erst 54 Mal gespeichert, also bräuchte euch. Ruhig, 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 ruhig. Achso, das ist hier versetzt, das habe ich so gar nicht gesehen. Hier oben ist bestimmt auch irgendwas Schönes, könnte ich mir vorstellen. Was ist das denn? Soll das eine Kerze sein? Ich glaube, ja. Ich glaube, das soll eine Kerze darstellen. Das war die wunderschönste Kerze, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Okay. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Achso, ich glaube, hier ist sogar jetzt der Fahrstuhl. Das Spiel ist nett zu mir. Ich glaube, hier bin ich sogar richtig. Ach, die haben wir gar nicht besiegt, ja. Wisst ihr noch, als ich gesagt habe im letzten Part, als ich gestorben bin, ich weiß nicht, ob ich die Hunde jetzt besiegt habe. Jetzt wissen wir, ich habe sie nicht besiegt. Okay. Was jetzt kommt, weiß ich wieder. Ich versuche nicht durch irgendwelche, ach, gleich kommt ein Gegner, Aussagen, euch zu viel zu verraten, aber ihr hört es. Ich will die ganze Zeit so flexen und sagen, ja, da kommen jetzt das und das, weil ich es noch weiß, aber bisschen langweilig war's. Okay, ich hätte gedacht, hier kommen zwei Hunde. Aber das sind im Prinzip auch böse Hunde hier. Oh, ich bin tot? What the fuck? Okay. Ja. Ich bin tot. Jetzt lebe ich wieder. Hallo. Ich bin Barry van Straff. Ich probiere hier Tomb Raider 2 durchzuspielen. Warum bin ich denn tot? Hatte ich so... Ach, jetzt habe ich wieder die Windows-Taste gedrückt. Ah, das... Ihr könnt ja hier so ein Bingo-Spiel machen. Jedes Mal, wenn ich die Windows-Taste drücke, müsst ihr einen kurzen trinken. Aber ich würde euch dazu nicht raten. Weil Alkohol schädlich ist und doof und so. Oh nein, ich bin überrascht. Hier kommen zwei Hunde. Gut. Wir wissen, was jetzt passiert. Ich könnte jetzt zurück in die Zeit reisen und wieder so behaupten, als wüsste ich, dass da zwei Hunde kommen. Aber jetzt weiß ich ja, dass dort zwei Bösis mit Waffen kommen. Und gegen diese Bösis benutzen wir unsere automatischen Pistolen. Wobei, also ich bin jetzt kein Waffenexperte, aber sind nicht alle Waffen automatisch heutzutage, was damit bezeichnet ist? Keine Ahnung. Haben wir hier irgendwelche Waffennarren oder Republikaner unter uns? Die mir das beantworten können? Aha. So, okay. Was hat mir das jetzt gebracht, werdet ihr euch fragen? Ich sage euch, ich weiß es so spontan gar nicht. Ach, da ist ein Hebel. Ja. So, eure Aufgabe ist es, diesen Hebel zu überwachen mit eurem Leben. Das ist die Jobbeschreibung. Ich habe ein sehr merkwürdiges Geräusch gehört, was ihr wahrscheinlich auch gehört habt. Hä? I am irritiert. If you are irritiert too, write it in the comments.
and give me a like and a subscription. Nein, ja doch. Doch, ja, ja. Wo bin ich denn jetzt? Dieses Level ist so verwirrend aufgebaut. Vielleicht hasse ich es auch deswegen. Okay. Wir schwimmen mal ein bisschen rum. Okay. Ah, oh, scheiße. Wo muss ich jetzt nochmal hin? Ich glaube, zu diesem anderen Aufzug, ne? Wenn ich mich nicht ganz irre, da wo ich quasi am Ende des letzten Parts war und nicht wusste, wie es weitergeht, da muss ich jetzt, glaube ich, hin. Wenn ich mich nicht ganz irre. Komme ich hier denn auch noch irgendwo hin? Ich will mal gucken, vielleicht ist hier noch irgendwas. Da ist ein Hebel. Hebel drücken. Ist mein Hobby. Ich bin Lara Croft. Guten Tag. Der anonyme Hebeldrücker. Immer wenn ein Hebel da ist, muss ich ihn drücken. Ja, ich sollte Luft holen, aber ich will mal gucken, ob hier noch irgendwas ist, aber... Nö. Nö, nö, nö. Ist das eigentlich nostalgisch, dass ich diese Grafik hier schön finde und absolut okay? Oder ist das, weil ich das Spiel früher so oft gespielt habe, dass mir diese Unzulänglichkeiten nicht auffallen? Achso, hier bin ich jetzt wieder. Da, wo ich früher runtergefallen bin, kann man auch hinkommen, wenn man nicht dumm runterfällt, sondern weiß, was man macht. Was ich mich jetzt allerdings frage... Wie komme ich nochmal zu diesem anderen Aufzug? Achso, das war da, glaube ich, wenn ich mich... Ja, genau. So, um mich selber zu verwirren, speichere ich jetzt genau an der gleichen Stelle, wo ich kurz vor Ende des letzten Parts gespeichert habe. So, und hier müsste dann jetzt ja eigentlich der Hebel noch richtig sein. Hoffentlich zumindest. Und, nee, er ist nicht mehr richtig, glaube ich. Nee, ist er nicht. Böser Hebel, aus! Du solltest anders sein. Und dann kommt gleich der Part des Levels, den ich noch weniger kenne als die anderen. Yay. Aber um was Positives zu sagen. Also heißt was Positives, dieses Spiel ist einfach grandios. Das Level danach ist eins meiner Lieblingslevel in dem Spiel hier. Okay, ich weiß nicht mehr, was das gemacht hat. Aber da wir jetzt wieder hier oben sind, wäre es eigentlich logisch, wenn sich hier irgendwas verändert hat. Und es kommt Musik. Musik ist immer ein Zeichen dafür, dass irgendetwas getriggert wurde. Die Kamera bewegt sich auch so merkwürdig. Aber jetzt rein logisch betrachtet habe ich keine Ahnung, wo ich hin muss. Vielleicht muss ich auch einfach wieder auf die andere Seite des Theaters, kann auch sein. Nee, aber hier ist ja nichts sonst, okay. Dann, ja, ich brauche den Spielstand eigentlich nicht laden, aber wir machen es trotzdem mal. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier... Okay. Eventuell will das Spiel das sogar. Also irgendwas bewegt sich auf jeden Fall, wenn ich dieses Ding hier drücke, was vorher sich nicht bewegt hat. Okay. Ist die Frage, was, ne? Wir laufen hier mal rum. Eventuell muss ich hier oben hin. Ich habe keine Ahnung. So, da ist das Geheimnis. Wenn wir da hingehen, sind wir tot. Wollen wir nicht. So, da ist dieser eine Gang, wo man instant tot ist und der andere ist, wo ich zurückkomme. Also hier ist ja nichts mehr. Ich kann höchstens nochmal hier auf die Mitte springen, ob da jetzt irgendwas ist. Sich vielleicht irgendwas öffnet oder so. Das wäre irgendwie typisch für dieses Spiel.
Okay, hier außen hat sich absolut nichts verändert. Dann Lara. Schlage ich vor. Ich weiß natürlich nicht, was richtig ist, ne? Wie das richtig ist. Also eigentlich müssten ja beide unten sein, logischerweise. Wir machen den mal nach unten. Dann geht irgendwo eine Tür auf, okay. Ja, die suchen wir, ne? Vielleicht finden wir sie auch. Ah, guck mal, da ist wieder ein Bösi. Das heißt, ich muss wieder auf die andere Seite. Scheinbar. Ja, gut. Was jetzt aufgegangen ist, habe ich immer noch nicht so ganz gecheckt. Da ist eine Tür aufgegangen, auf der anderen Seite. Okay. Ja, wie besiege ich den jetzt, ohne viel Schaden zu kriegen? Okay, so schießt er mich scheinbar ab. Sehr unhöflich von ihm, wie ich finde. Ja, gut, ne? Hat der uns jetzt so viel abgezogen oder haben wir eben in diesem Kampf so viel verloren? Oder bin ich irgendwo runtergefallen noch? Wir müssen jetzt mal eben hier. Ja, der ist schlau. Er ist schlau. Ich fürchte fast, wir werden noch ein Medipack für das Level benötigen. Gut, der ist jetzt ja gerade weg, ne? Das können wir eigentlich mal nutzen, um auf die andere Seite zu laufen. Das tue ich jetzt auch. Und hoffen, dass er dumm ist. Beim schlimmsten Falle können wir auch einfach so machen. Aber ich glaube, er kann uns hier nicht schaden, weil wir nicht in seiner Sichtweite sind. Ja, da. Puh. Ich meine, irgendwie ist es ja lächerlich, wenn ich nicht sagen darf, dass da gleich viele Gegner kommen. Ihr aber seht, wie ich speichere und ein Medikit nehme. Tut einfach so, als wärt ihr gleich überrascht. So, wir merken uns mal 8 und. Reicht ein halbes eventuell? 7 und 5. Ich will mal. Warum werdet ihr gleich wissen, warum ich mir das merken will? So. Ist das hier schon? Ja. Und ich bin tot, oder? Nee. Wie hat sie denn die Waffe eingesteckt? Eigentlich sollte sie das nicht. Und das waren bei weitem nicht alle Gegner. Das kann ich euch schon mal sagen. Autsch, das wollte ich nicht. Warum sage ich Autsch? Ja, weil das weh tut. Wichtige Munition zu verlieren. Als ich das früher mit dem Kumpel gespielt habe, von dem ich schon mal erzählt habe, haben wir das Spiel wirklich so schlecht gespielt und auch so verschwenderisch. Wir hatten echt immer so Medipack und Munitionsknappheit, dass ich irgendwann bei diesem Spiel dachte, es hätte so krasse Munitions- und Medikit-Begrenzung wie Resident Evil, aber nee, nee. Bei weitem nicht. Wir waren nur unfähig und dumm. Okay. Ich hätte gedacht, ich muss hier hin, deswegen bin ich jetzt gerade mal ein bisschen verwundert. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich dachte, ich muss da hoch, dann kommen noch 100.000 Gegner und dann ist das Level vorbei. Hat mir meine Erinnerung mal wieder einen Streich gespielt, okay. Schön. Ach, es ist ja offensichtlich, dass ich da nach oben links eigentlich muss, ne? Aber warum ist dieser Raum hier dann aufgegangen? Ich meine, klar, ich kann jetzt hier hin und hüpfen und hier sind Kisten und Lara möchte aus dem Kistenparadies abgeholt werden und so, aber warum liegt hier Stroh rum? Ach, das Spiel ist, glaube ich, wieder ein Arschloch. Jupp, das Spiel ist ein Arschloch. Komm, wir beleuchten mal eine Kiste ein bisschen mehr als die anderen.
Das war früher auf der PlayStation-Version echt ein bisschen assi, weil, ja, da waren die Effekte und alles nicht so gut wie bei der PC-Version. Und deswegen hat man das manchmal nicht gesehen, auf so einem Röhrenfernseher und so, ne? Ich hab grad ein bisschen Angst, weil ich fürchte, dass ich nicht mehr weiß, was ich jetzt machen muss. Also, wir haben ja den Hebel hier gedrückt, das ist schon mal gut, das kann auf jeden Fall nicht schaden. Und von Levelführung würde ich jetzt eigentlich mal davon ausgehen, dass wir dahin müssen. Alles andere würde meiner Meinung nach keinen Sinn ergeben. Ja, wo sind wir denn hier jetzt? Dieses Level ist einfach so unlogisch, das ist echt... Okay, da kann ich jetzt hin. Da ist scheinbar jemand. Habe ich denn irgendeine Tür übersehen? Oh nein, eine Falle. Habe ich mich erschrocken. Okay, es ist offensichtlich, dass ich dahin gehen soll. Dann machen wir das doch mal. Nein. Oh, ich speichere. Leckt mich, als wenn ich jetzt diesen ganzen Weg nochmal gehen würde. Ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Na gut. Also, ich finde dieses Level vom Aufbau unfassbar verwirrend. Oh, ich bin so dumm, ich weiß. In einem Livestream wäre das jetzt der perfekte Moment gewesen, um einen Clip zu erstellen. Oh, herrlich. Herrlich, herrlich, okay. Man kann übrigens, wenn man diesen, ja, wie nennt man das, diese Rolle macht, auch ein bisschen Fallschaden vermeiden, die hier im richtigen Moment. Zumindest glaube ich das. Vielleicht stimmt es auch nicht und ich lüge euch an, ich weiß es nicht. Ja, okay, was ist denn hier jetzt anders als sonst? Also es muss sich ja irgendwas verändert haben. Muss ich hier eventuell nochmal hin? Will das Spiel mir das jetzt sagen? Also eigentlich kann man sich ja immer darauf verlassen, wenn irgendwo Gegner sind. Ah, wartet mal, hier. Nee, da komme ich ja her. Nee, eigentlich kann man sich ja immer darauf verlassen, wenn irgendwo Gegner neu kommen, dass man dann dahin muss. Trotzdem frage ich mich gerade, was ich tun soll. Egal, wir gehen hier einfach nochmal hoch. Vielleicht will das Spiel das von uns. Vielleicht denkt sich das Spiel so, Lara, oder Lara, um Deutschen zu bleiben. Wir finden es jetzt voll toll, wenn du hier nochmal hochkletterst. Einfach um ein bisschen Spielzeit zu strecken. Aber es hat sich hier ja nichts verändert. Die sind ja immer noch diese beiden hässlichen Dinger. Ich meine, der Boden ist jetzt, ja. Nee, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt tun muss. Also das Level ist theoretisch quasi vorbei. Wahrscheinlich ist irgendwo eine total auffällige Tür aufgegangen. Die da wahrscheinlich. Und ich muss nur noch durchlaufen. Kann ich da überhaupt hin? Ich glaube nicht, ne? Nee, das geht nicht. Ja, dann muss ich gestehen, ich habe keine Ahnung, was das Spiel von mir will. Also den Hebel haben wir gedrückt, ne? Ich meine, es ist irgendwo was aufgegangen. Aber was? Boah, jetzt hätte mich das Ding fast schon wieder umgebracht. Ach, herrje. Oder muss ich da nach ganz oben jetzt... Will das das Spiel von mir? Nee, eigentlich auch nicht. Ja, du kannst da unten mal bleiben. Du bist mir erstmal egal. Es ist wahrscheinlich total offensichtlich, wo ich hin muss, aber ich habe keine Ahnung. War das hier schon immer auf? Ich glaube nicht. Zumindest kann ich mich nicht erinnern, hier mal lang gelaufen zu sein.
wird es eventuell auch weitergehen? Ne, okay. Hier ist noch etwas zu. Gut, dann würde ich mal fast davon ausgehen. Nicht nur, dass wir jetzt hier Überlänge machen, weil ich dieses Level hier noch beenden will eigentlich, sondern dass ich hier auch richtig bin und wenn ich hier drauf drücke, die Tür da unten aufgeht. Ist das korrekt, Lara? Ich höre Menschen. Ich will einmal gucken, ob hier unten jetzt was ist. Ja, okay. Wie töte ich den denn am besten? Ich meine, er kann nicht hochklettern. Deswegen sollten wir hier eigentlich... Ja, genau so vorgehen. So nämlich nicht. Wow, was für ein schöner Raum. Das ist ja richtig romantisch hier. Okay, hä? Ja. Bin ich gerade der Einzige, der so unfassbar verwirrt ist? Ich hoffe doch. Ja, okay, das ist eklig. Aber ich glaube, da muss ich hin. I think so. Ich denke. Ich denke, also bin ich. Ich bin Lara, also springe ich runter. Ach Mann, das Problem an der Stelle hier ist, ich kann jetzt natürlich darüber springen, aber ich will natürlich auch nicht von diesem unfassbar gut aussehenden Ding da getroffen werden. So, ich glaube, hier ist das Levelende. Haben wir mal ein bisschen überzogen. Ich will eigentlich kein Medikit nehmen, weil ich sparsam sein will, aber andererseits... Ja. Ich glaube, hier ist auch irgendwo der Granatwerfer versteckt. Den würde ich zumindest mal gerne mitnehmen. Ja, er hier ist der Endboss. Quasi so eine Art Zwischenboss. Wo ist er denn jetzt hin? Ah, fuck. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich wollte gerade Start drücken und Medikit nehmen. Ach ja. Ich weiß nicht, ob das hier der Bartoli sein soll, den wir da angreifen. Denn was ich eben eigentlich erzählen wollte am Anfang des Levels, was ich nicht sagen wollte, ist, dass man Herrn Bartoli gar nicht begegnet. Aber eventuell soll das hier dieser Herr Bartoli sein, den wir da besiegen. Das ist ein Mysterium, das sich noch nie geklärt hat. Okay, wir nehmen mal ein Medikit. Ich meine, logisch wäre es eigentlich, dass er das ist, aber er sieht halt auf den Wänden ganz anders aus. Nicht ganz so hässlich. So, und der gibt uns jetzt nämlich den Granatwerfer, glaube ich. Aha. Yay, den zeige ich euch mal. Der ist nämlich ganz, ganz toll. Mit einer tollen Todesanimation der Gegner. Ich glaube, zwei, drei Gegner kommen ja auch noch. Alleine, dass man den Granatwerfer ausprobieren soll. Ich glaube, das ist der einzige Zweck hier. Ja, wo sind sie denn? Kommen hier keine Gegner mehr? Doch, irgendwo war jetzt gerade einer. Wo ist er denn? Komm, komm. Ich hab dich doch gehört. Komm doch her. Ja. Toll, ne? Aha. So sahen Explosionen in den 90er Jahren aus. Ach, schön. So, und hier muss jetzt irgendwo ein Hebel sein, deswegen überziehen wir jetzt auch gerne mal ein bisschen. Dann geht da hinten das Tor auf und dann ist das Level, glaube ich, vorbei. Frage ist, wo ist dieser tolle Hebel? Hm. Eventuell ist das Level auch vorbei, wenn ich einfach da hinten hinlaufe. Aber das habe ich ja eigentlich gerade gemacht, ne? Soll ich das nochmal ausprobieren? Hm, okay. Heblein, Heblein an der Wand.
Wo bist du? Vermutlich hier. Das sieht ja so ein bisschen labyrinthartig aus, oder? Hä? Wo muss ich hin? Ich bin verwirrt. Wo war denn hier der... Das ist definitiv der letzte Raum des Levels. Das kann ich euch schon mal spoilern, aber... Wo zum... Van Cruyff muss ich hin? Ist das Spiel so gemein und ich soll da hinten hin? Ich meine, das wäre ja irgendwie sogar fast logisch. Okay. Ich hänge fest. Ich habe mich gesoftlockt, glaube ich. Ja, scheiße. Ich habe mich gesoftlockt. Ich komme hier nicht mehr weg. Ja, doch. Ach, Mann. Die wichtigen Sachen, Herr van Straff, die hätten Sie sich mal merken sollen, wie man dieses Level hier abschließt, ne? Ach. Ja, es muss hier oben irgendwas sein. Irgendwas ganz Tolles. Oder der hat einen Schlüssel oder sowas. Habe ich eigentlich, könnte ich vielleicht auch mal gucken gleich. Ob ich eventuell einen Schlüssel aufgenommen habe. Aber hier ist jetzt auch nichts mehr, ne? Oh, wie hat man dieses Level nochmal beendet? In meiner Kindheitserinnerung war das ganz einfach. Nur die hilft mir jetzt leider gerade nicht mehr weiter. Hier ist doch nichts. Oder bin ich jetzt doof? Die Tür ist offen. Ich muss nur noch durch die Tür durchgehen, aber ich bin zu blind. Oh mein Gott. Ich will jetzt eigentlich nicht im Internet nachgucken, aber ich bin gerade kurz davor, es zu tun, weil... Hä? Früher war ich mal besser in dem Spiel, glaubt man wahrscheinlich nicht, aber... Man wird alt und unfähig, ich sag's euch. Ah, da hinten. Da hinten. Habt ihr es gesehen? Da ist ein Knopf. Ah, dann speichern wir noch 12 Mal, sicherheitshalber. Wie komme ich da denn am besten hin? Diese Kisten sind jetzt nicht gerade ungefährlich. Die hätten eigentlich schon gereicht, aber naja. Ich weiß noch damals, als wir das erste Mal hier waren, wir sind hier, glaube ich, echt mit so wenig Sachen hingekommen und wir waren so froh, als das Level vorbei war und ja. Haben uns dann nicht so geärgert, als das passiert ist, was nach diesem Level gleich passieren wird. Ihr werdet es gleich sehen noch in der Part hier. Oh, fuck. Andererseits, scheiß was drauf. Nein, es hat nicht gereicht, scheiße. Aha. Es war so klar, dass das passiert. Okay, es war so klar. Scheiße. Ja, wie kann man den Partner auch unnötiger in die Länge ziehen? Barry, hold my beer. Ja, ich wusste nicht, dass da jetzt noch einer kommt. Deswegen war ich gerade irritiert und dann bin ich erst stehen geblieben, habe überlegt, ihn abzuschießen. Dann dachte ich mir, ach, ich laufe einfach zum Levelende und ja. Ihr habt es ja gesehen. Da war ich auch schon gedanklich zu sehr mit dem Level fertig. So, da kommt der schöne maskierte Mörder. Na komm. Und er hinterlässt uns Uzi-Munition. Das ist sehr nett von dir, mein lieber Freund. Danke. So, ich weiß nicht, ob jetzt noch ein Gegner kommt. Eigentlich nicht, aber das dachte ich ja eben auch. Von daher lassen wir die Schrotflinte mal gezückt. Sehen hier diese wunderschönen PNG-Hintergründe und warum auch immer hier eine Frau ist. Fliegen.
But it's not quite the same now, is it? Someday you will get a speeding ticket for that tongue, Fabio. It's just a gut feeling that maybe you are wrong to look there. Is your belief so fragile? Relax. Breathe deep. The gut, Fabio. It's no more direction than a simple through and out. Honest. When my father left when I was at home, he confided to me that he was enlightened. Echoed by something greater than impulse. He possessed the Seraph. But he was just a disciple in this design. His death, plotting a path to be sought by the one, his son. You understand? Have faith, Fabio. Not God, Rod. We are searching the right place. I know it. I believe it, Marco. Good. Eros, have you fixed that rail yet? Autsch. Ja, wir haben das Opernhaus geschafft. Und... ja, das hier ist eine Bohrinsel und ja, ich hatte ja schon mal gesagt, man verliert in dem Spiel die Waffen an einer Stelle. Und diese Stelle haben wir jetzt gefunden. Yay, wir sind waffenlos. Das kann ich schon mal erzählen. Aber ja, das wird nicht immer so bleiben. Aber ich mag dieses Level, weil es hier am Anfang so ein bisschen drauf ankommt, nicht mal ja, so ungezielt zu töten, sondern... man muss schon mal ein bisschen laufen am Anfang und das ist ganz witzig und ja. Wir haben uns alles genommen, aber unsere Munition gelassen. Das ist schon mal gut. Beziehungsweise haben sie, glaube ich, resettet oder anders? Naja. Medipacks haben wir ziemlich gleich viele. Na gut. Ja, das ist eins meiner Lieblingslevel. Das schauen wir uns beim nächsten Mal an, würde ich sagen. Man sieht sich. Bis denn und ciao.